Moin zu Final Fantasy 14 in Eureka Pyros. Ja, der Content kam jetzt in 4.45 raus. Und hier möchte ich euch jetzt nochmal, ich hatte euch ja die ersten Schritte soweit erstmal gezeigt, wie das jetzt erstmal vorangetrieben wird hier in diesem Content. Und jetzt beschäftigen wir uns, was jetzt in diesem Content, ja, in der Zeit erstmal bekommen. Ich werde erstmal mal Step by Step machen, weil es macht keinen Sinn, jetzt auf einmal so viel Input zu geben, weil ja, wie kennt man das ja auch natürlich von Relikt, habe ich auch immer Step by Step halt auch immer die Videos so gebracht und ich wollte die auf jeden Fall auch weiterhin so führen. Wir haben jetzt hier diese unprospektierte Logosplitter. Dann haben wir also der Erneuerung des Talents. Dann haben wir hier zum Beispiel unprospektierter Logos-Splitter des Heilers und unprospektierter Logos-Splitter des Unterstützers. Das habe ich irgendwie meistens bekommen durch Mob-Killen. Dann könnt ihr eben halt diese Splittern bekommen. So ähnlich wie man das ja auch von den Alexandriten kennt oder von irgendwelchen Kristallen, wenn man wenn die Mobs je nachdem immer weiter erledigt. Also sprich, ihr steigert eure Chains, also diese Kettentötung. Könnt ihr ja immer bis 30 machen. Und desto höher ihr natürlich das habt, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, um eben halt diese Splitter zu bekommen. Und wo ich jetzt in der Zeit den Baden gespielt habe, habe ich jetzt meistens hier heute des Unterstützers bekommen. Den habe ich irgendwie durch ein Hasentruhe bekommen. Die bekommt ihr, wenn ihr bei solchen Hasenfates die Hasen geholfen habt, habt ihr auch mit einer gewissen Prozentchance die Chance, eine Schatzkartenmission zu machen und dann wird euch immer darauf hingewiesen, ob ihr in Norden hingehen müsst, Süden hingehen müsst und sowas. Und wenn ihr immer näher an euer Ziel kommt, entdeckt ihr halt eine Truhe, die öffnet ihr eben halt und bekommt eben halt dementsprechend Materia oder irgendwelchen anderen Zeugs. Und dann bekommt ihr auch sogar auch so ein Logosplitter. Also sehr, sehr interessant. Also ihr kriegt immer jeweils von den Kategorien Erneuerung, Talents, Heilers, Unterstützers und natürlich auch des Magiers oder so weiteres. Also ihr werdet auf jeden Fall auch hier sehen. Ich denke mal, das ist euch auch bei Drake aufgefallen, dass ihr, wenn ihr hier zu den Logosplitter-Projektionen, da könnt ihr eben halt diese hier eintauschen. Da kriegt ihr dementsprechend dann dafür die Kommandos hinterher irgendwann, die ihr dann eben halt kombinieren könnt. Dann müsst ihr eben halt, wenn ihr die Drake hier jetzt eingetauscht habt, ich zeige euch das jetzt einfach mal. So, wir tauschen jetzt einfach jetzt mal hier ein. Ihr könnt das dann natürlich, wenn ihr von dieser gleichen Kategorie habt, sogar alle möglichen hier gleich sofort wiederholen. Zum Beispiel Medica, des Protes, des Heilers. Kriegen wir sogar auch Vitra gleich sofort. Weil sonst hat man ja zum Beispiel bei den Kleinen eher nur Vita. Hier haben wir zum Beispiel eine 3 Sterne mit Steinhaut. Wieder Steinhaut, Steinhaut, Wallum, Wallum. Also hier kriegt ihr eben halt ja ordentlich was. Das ist eigentlich nur jetzt vom Unterstützer, weil ihr kriegt auf jeden Fall von verschiedenen Kategorien eben halt diese Splittern. Hier sehen wir ja einmal mal Angreifer, Verteidiger, Heiler, Bär, Störer und Unterstützer. Das habe ich meistens beim Baden bekommen irgendwie. Dann hier denke ich mir mal von dem Magier. Hier denke ich mal vom Ninja eher. Also Baden am Maschinisten denke ich mal hier eher die ganzen Magier. Hier eben halt die Ninja. Hier die ganzen Heiler so weiter, denke ich mal, wenn man Heiler spielt. Hier Verteidiger und hier sogar Angreifer. Also sprich Dragoon, Monk. Ja, also da kriegt ihr eben halt dazu und Samurai. Also ich denke mal, dazu kriegt ihr immer halt zu den jeweiligen Kategorien spielen die bestimmt auch so eine Rolle halt. Sprich also diese Klassen, die wir in dementsprechend spielen, weil wo ich eben halt die ganze Zeit Baden gespielt habe, habe ich eben halt hier Unterstützer bekommen. Und ja, da kriegt ihr eben halt immer zu den jeweiligen Kategorien und ihr seht auch hier auch zu den jeweiligen Farben. Also die unterscheiden sich auch zu den Farben, wie ihr seht. Hier zum Beispiel haben wir jetzt hier die ganzen Unterstützer von der Farbe her. Hier haben wir vom
Heiler hier vom Tank und hier eben halt vom Angreifer. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache und die könnt ihr hier einfügen und dann kriegt ihr an den verschiedensten Kommandos heraus. Man muss hier die ganze Zeit probieren und gucken, was man hinterher alles bekommt. Hier zum Beispiel Vermächtnis des Wächters. Und ja, hier sehen wir jetzt, deine Verteidigung ist um 1800 und deine maximalen LP um 10% erhöht. Kann nicht zusammen mit anderen Themen eingesetzt werden. Eben halt, was wir hier mit eingefügt hatten, weil diese Memen, denke ich mal, habt ihr euch auch durchgelesen, dass ihr auch nicht, dass ihr auch ein paar Einschränkungen haben werdet. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die beiden jetzt hier nochmal rein und dann kriegen wir wieder irgendwas anderes Neues, ne? Also zum Beispiel kombiniert Dreier, ich denke mal, ihr könnt auch Zweier machen und dann kriegt ihr an die verschiedensten Kommandos heraus. Hier dann zum Beispiel haben wir jetzt Medica. Dann kommen wir hier mit Wahl und machen wir das mal so. Da könnt ihr auch sogar auch nicht nur die gleichen, sondern auch ein bisschen hier mixen. Zum Beispiel, da haben wir jetzt Logo Steinhaut bekommen. Dann machen wir mal des Zauberers. Rotes. Ist auf jeden Fall echt eine coole Sache, finde ich. Logos Protest sogar. Und dann haben wir jetzt hier drei Kommandos. Die könnt ihr dann eben halt bei euch einfügen, unten bei den Speziellkommando. Und wenn ihr dann draußen seid, dann sind auch diese ganzen Kommandos auch wieder weg, habe ich dann irgendwie bemerkt. Dann ist es nicht mehr da. Nehmen wir das hier rein. So. Und dann haben wir hier auch nochmal Wallum. Gucken wir mal, was wir hier nochmal rausbekommen. Ah, nochmal Steinhaut, okay. Das können wir dann verwerfen. Weil wenn wir das schon haben, was wollen wir denn nochmal damit? So. Es ist auf jeden Fall cool, was daraus für verschiedensten Kommandos kommen werden. Magieabwehr. Eigentlich würde ich das eher lieber behalten. Das. So, okay. Jetzt haben wir das soweit gemacht und dann könnt ihr jemand halt jetzt hier auf eure Kommandos zugreifen und dann könnt ihr die hier mal halt auswählen. Könnt ihr jetzt sagen, hier aktivieren und zack, habt ihr jetzt diesen speziellen Kommando hier bei euch drinne. Dann seht ihr aber auch, welche Affinität das hat. Hier haben wir den Paladin, Krieger und Dunkelritter. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel wechseln, dann haben wir diese Mimen halt auch und dann können wir das auch einsetzen. Also ihr müsst immer drauf gucken, welche Affinität das eben halt entsprechend hat. Hier habt seht ihr die Affinität, hier spricht das auf Meeren zu. Heißt also, hier könnte ich jetzt mit meinem Main, also mit meinem Ninja, halt jetzt auch Locust Protest nehmen oder eben halt auch Ballum. Sollte das eben halt nicht der Fall sein, dann müsst ihr eben halt auf eine andere Klasse switchen, um eben halt, oder den Job eben halt, um diese Kommandos nutzen zu können. Aber es ist auf jeden Fall echt eine coole Sache, was sie sich hier einfallen lassen haben. Und dann könnt ihr jedes Mal hier bei Drake immer wieder überprüfen, ja, wie viele Kommandos ihr hier schon freigeschaltet habt. Bei den 10. werde ich euch noch mal ein Video dazu machen. Wie es eben halt dann hier weitergeht und auch hier mit Quest-mäßig werde ich dann auch wieder Videos machen, wo ihr die wieder findet. Und wenn ich noch weitere Sachen herausfinden sollte, was man ja auch durch die Fates bekommt, sprich den Pyrus-Kristall, werde ich euch davon auch noch mal im Laufenden halten. Also ich werde das immer Step by Step machen und dann gucken wir uns das einfach mal an, was uns hier noch so weiteres erwartet hier in Pyros. Aber das wäre es erstmal soweit. Ich werde jetzt noch weiter Kommandos experimentieren und auch dann entsprechend auch die Jobs mal ausprobieren, was wir da noch für alles mögliche an Splittern bekommen. Macht auf jeden Fall die Hasenfates wegen dieser Schatzkartengeschichte, falls ihr mal da Glück haben solltet und ja, es droppt mal so eine Chance. Ansonsten könnt ihr eben halt, wenn ihr Mobs erledigt, an Splitter verdienen. Und eben halt auch durch Fates bekommt ihr dann eben halt auch diese Pyros und halt auch diese Pyros-Kassetten. Da habe ich auch schon welche eingetauscht. Und ich habe außerdem mal was herausgefunden.
dieses Haarband, also diese neue Frisur, die durch das Frisurenwettbewerb dazu kam, könnt ihr jetzt auch hier durch die Schießkassetten bekommen. Da müsst ihr eben halt drüben hinten gibt es ja so einen Schießkassettentypi, da hinten Schlüsselmeister. Und diese Schlüsselmeister könnt ihr eben halt diese Kisten öffnen. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr sogar diese Frisur bekommen. Und dann habe ich außerdem auch ein Bild gesehen von einem diese komischen Wesen, so ähnlich wie Gorbur, nur eben halt mit diesen Hörnern. Ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Die kann man auf jeden Fall auch in den Patch Notes sehen. Die, denke ich mal, wird auch als Reittier hier im Pyros auch dazu geben. Ja, aber wie denn es trotz werde ich euch dann auf jeden Fall am Laufenden halten hier im Pyros. Ich werde erstmal 10 Kommandos erstmal soweit schaffen und dann sehen wir uns demnächst auch wieder in einem Video. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Viel Spaß auch weiterhin hier in Eureka Pyros im Patch 4.45. Bis zum nächsten Mal und haut rein.